Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir haben das letzte Dungeon gemeistert und jetzt können wir natürlich mit Bomben und so ein paar neue Bereiche entdecken. Ich sollte weg von diesem fliegenden Ding. No thank you. Ja, laufen, 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 laufen. Ich frage mich, ob Zelda etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Dann fragen wir sie. Handy sei Dank. Ja. Hallo Link, ich bin Zelda. Hörst du mich? Sammelst du die heiligen Steine? Du musst noch einen finden, den heiligen Stein des Wassers, oder? Der Dekobaum erzählte mir einst, dass ihn König Zora besitzt. Willst du nochmal mit ihr reden? Nein. So, bevor wir allerdings zu den Zoras gehen, werde ich natürlich erst noch ein paar Dinge erledigen. Achso, Moment, ich brauche ja jetzt gerade auch gar nicht mehr dieses Schild. Ich habe nämlich ja jetzt wieder mein Deko-Shield. So. Kann ich mich auch wieder aktiv schützen. So läuft das manchmal. Manchmal braucht man Schild. Ich bin gerade am Überlegen. Ich weiß, wo ich noch überall hin kann, aber ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man das Spiel schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt hat. Ich weiß, wo die Zoras sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob man da jetzt einfach reinkommt. Irgendwas war da nochmal. Und Hassa. Ey, komm, die Bombe hat direkt da gelegen. So. Genau betagt. Ob sich das gelohnt hat? Nein. Das nicht. Egal, wir haben noch was entdeckt. Das ist die Hauptsache. Okay, egal. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, man muss noch beim Friedhof was machen. In erster Linie. Boah, ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Ich bin gerade absolut planlos. Da hinten können wir noch nicht hin. Da ist, glaube ich, sowieso nichts Besonderes gerade. Wir gucken einfach mal, ob wir zu den Zoras hin können. Ich weiß ja ungefähr, wo das ist. Ich weiß gar nicht, ob man die Krone als Kind kriegt oder erst später. Ich habe so viel über dieses Spiel vergessen, das ist echt unglaublich. Ausgerechnet jetzt wird's Nacht. Nein! Moment, falsches Licht. Falsches Lied. Das war auch ein Lied, aber ein anderes. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Lied gerade geht. Wo war das nochmal? Da war das. Rechts runter hoch, rechts runter hoch. Okay. Voll versimmelt. Dann habe ich es jetzt erst Nacht gemacht. Das Tag-Nacht-Zyklus voll so abgedreht, also schlaflos. Warum wird es schon wieder Tag? Dann wird irgendein Junge mit der Flöte da rumspielen, mit der Ocarina.
Ah, genau hier müssen wir nämlich hin. Aber ich sehe auch schon das Problemchen. Ein Magiekrug füllt den Magieleiste auf. Bom, 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 bom. So, was hast du mir zu sagen, Eule? Oh, hallo. Es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen diese Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Okay. Aber erstmal würde ich gegen den Baum rollen. Just because. Lass ihn mal laden. Goldene Skulltula. Have fun. So. Ein paar Wundererbsen gefällig, sie gehen nicht besonders gut. Wäre es mit 10 Rubine das Stück? Okay. Stimmt, da könnte man auch noch eine Menge mitmachen. Da waren ja viele solche Plätze. Da wo die Dingensen sind. Rein damit. Ein paar Wundererbsen gefällig. Nehmen wir mal noch direkt welche. 20 Rubine das Stück. Damit. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich weiß ja noch was. Ich glaube etwas zu wissen. Ihre Licht brauche ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nur kurz erwähnen, dass Link Seelen trägt. Okay, hier hat das nicht funktioniert. Headshot, Headshot. Komm, noch ein Stück. Mehr. Schnapp dir ein Glas Wasser. Ah. Das dürfte funktionieren. Wenn ich das nämlich gemacht habe, dann wächst die Pflanze besser. Und dann kann ich, glaube ich, schon sofort darüber. Meine ich jedenfalls. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach, er hat das Wasser nicht genommen. Du hast doch durchs Wasser gefischt dann mit der Hand. Achso, hier wird's auch nachts. Komm. Kann man das gar nicht mit Wasser füllen? Ich dachte, man kann das mit Wasser füllen. Gut, dann halt vielleicht auch nicht. Hoppala. Hoppala. So was macht man aber nicht. Egal, okay, an der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ist heute eine kürzere Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.